Wenn du dein erstes Produkt jetzt auf Amazon erfolgreich verkaufst, gerne auch schon, wenn du vielleicht 2, 3, 4, 5 Produkte online hast, dann ist im Grunde genommen eine Frage, die du relativ schnell stellen solltest, ist, wie kommst du jetzt von diesem ersten Produkt auf 10 Produkte? Und danach stellst du dir natürlich wieder die Frage, wie kommst du von 10 Produkte auf 100 Produkte und so weiter und so fort, weil du willst ja kontinuierlich wachsen, mehr Produkte verkaufen, mehr Geld damit verdienen. Und es gibt einfach eine Reihe an Fehlern, die passieren auf dem Weg vom ersten zum zehnten Produkt, die verhindern können, dass, obwohl du eigentlich das Potenzial hättest, locker viel mehr zu verdienen als jetzt aktuell, dazu führt, dass du langfristig sogar weniger verdienen kannst. Du musst dir vorstellen, das erste Produkt ist sozusagen eine Art Treppenstufe. Produkt 1. So. Und um mal dein erstes Zwischenziel zu erreichen, müsstest du eigentlich irgendwo hier oben hinkommen. Ja, sagen wir mal, hier hast du so 10.000 Euro monatlichen Gewinn. So. Bei manchen wird das erste Produkt vielleicht sogar schon 10.000 Gewinn produzieren, dann ist das nächste Ziel halt irgendwo bei 20 oder 30, keine Ahnung. Aber grundsätzlich sagen wir einfach mal, das wäre hier so eine Treppenstufe. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass das Ganze nicht so läuft. Ja, hier kommt Produkt 2. So, und dann kommt hier irgendwann Produkt 3. So, dann wirst du ewig brauchen, um voranzukommen. Also sagen wir mal, das ist hier ein 6 Monate Zeitraum, Zeitfenster. 6 Monate, 6 Monate und so weiter und so fort. Dann würdest du ja so gesehen bei 10 Produkten 5 Jahre brauchen, um 10 Produkte an den Markt zu bringen. Und das ist viel, 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 viel zu lange. Ja? Ich habe zum Beispiel, um meine ersten 10 Produkte an den Markt zu bringen, habe ich unter einem Jahr gebraucht. Ich habe weniger als ein Jahr dafür gebraucht, 10 Produkte an den Markt zu bringen. Nee, stimmt nicht. Es war ungefähr ein Jahr und ich glaube 2, 3 Monate. Und in der Zeit kannst du das auch machen. Und wichtig ist, das ist nämlich der erste Unterschied, den du begreifen musst, ist, dass im Grunde genommen, gerade bei Amazon, einem Geschäftsmodell wie Amazon FBA, was auch so genial ist, dass du nicht so viel Zeitaufwand hast, dass es im Grunde genommen so laufen sollte. Das heißt, dass du parallel, Produkt 2, Produkt 3, Produkt 4, parallel, während du ein Produkt an den Markt bringst, schon weitere machst. Das muss nicht unbedingt passieren, während du das erste Produkt machst. Viele Leute wollen das erste Produkt mal komplett an den Markt bringen. Das heißt, dann würde dieses ganze Szenario hier eben am Peer starten. Das ist absolut kein Problem. Aber dass du dann spätestens nach deinem ersten Produkt anfängst, immer mehrere Projekte gleichzeitig zu realisieren. So, und jetzt kommt das große Problem. Der Grund, warum viele Leute hier, nachdem sie dieses erste Produkt an den Markt gebracht haben, nicht in diesen Modus reinkommen, in den sie kommen müssen, in den du kommen musst, wenn du schnell viel Geld verdienen möchtest, und das solltest du wollen, ist das Wissen und das Kapital. So, erste Sache ist, jemand hat 5.000 Euro jetzt danach noch zur Verfügung. Erstes Produkt läuft, sagen wir mal ein Cashflow, sagen wir mal 20.000 Euro Umsatz im Monat macht das erste Produkt. So, und Cashflow dabei sind positiv, keine Ahnung, um die 10.000. So, was jetzt tatsächlich bei dir über die Hand geht, sagen wir mal 5.000 davon sind Gewinn. Also 5.000 Euro monatlichen Gewinn. So, jetzt hast du aber nur 5.000, denkst du, okay, um das nächste Produkt zu starten, brauche ich für das Produkt, was ich gerne machen wollen würde, brauche ich 10.000. Und dann fängst du an zu warten. Immer wenn du im Business auf etwas wartest, was du eigentlich selbst beeinflussen könntest, verlierst du Zeit. Das heißt, es ist klar, du musst später auf einen Hersteller warten, bis er die Ware fertig produziert hat, weil es geht nicht anders. Wenn du darauf wartest, noch im schlimmsten Fall noch mal 6 Monate, bis du über das zweite Produkt anfangen kannst, dass es dann irgendwann hier überhaupt startet mal, dann wirst du niemals an den Punkt kommen, wirklich viel Geld zu verdienen. Warum nicht? Ganz einfach, es dauert zu lange. So, du musst also hingehen und du musst jetzt mit diesen 5.000 Euro, die du verdienst, oder diese 10.000 Euro Cashflow, die musst du einsetzen und musst dir davon mehr Kapital. Du brauchst mehr Kapital. Das ist bei allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwann auf der Reise vom ersten zum zehnten Produkt ist das der Fall. Du brauchst irgendwann zusätzliches Kapital. Jedes Unternehmen, was wachsen möchte, und zwar schnell wachsen möchte, braucht Kapital. Tesla braucht Kapital, Apple braucht Kapital. VW braucht Kapital. Ja. Du lebst in einem Land, in Deutschland, in dem Fremdkapital und Kreditaufnehmen grundsätzlich negativ behaftet ist, obwohl jeder erfolgreiche Mensch. Wer hat viel Geld? Immobilienleute. So, wenn du jetzt mal in deinem Umfeld guckst, wer hat bei euch das meiste Geld? Das sind wahrscheinlich Leute, die haben gleichzeitig die höchsten Schulden. Ja. Das sind Leute, die Immobilien machen,
am meisten das meiste Geld in der normalen Gesellschaft. Das ist eigentlich der einzige Weg, ist wirklich mit einem normalen Einkommen sehr viel Geld mal zu verdienen. Ja, und das funktioniert nur aufgrund dieses Zauberstücks hier, Fremdkapital. Ja, die ganzen Unternehmen, die groß geworden sind, du glaubst ja nicht, dass es eine Company mal gab, die ohne die meisten Startups, ja, sind einfach aufgebaut von Geld, was da reingesteckt wurde. Und das Geile ist, dass du jetzt hier ein Konzept hast, womit du 5.000 Euro im Monat verdienst und du kannst, ohne jetzt irgendwie dich in ein großes Risiko zu stürzen, kannst du diese 5.000 Euro jeden Monat als Sicherheit verwenden, um eben eine größere Summe Geld jetzt zu haben, anstatt 3, 6, 7 Monate darauf zu warten. Wenn du jetzt hingehst und sagst mal beispielsweise, okay, ich setze mal 5.000 Euro ein, die bezahle ich für einen Kredit und kriege dafür, keine Ahnung, 20.000, die brauche ich jetzt für mein Produkt. Dann kannst du ein Produkt jetzt starten und in 3 Monaten ist das Produkt auf dem Markt und verdienst schon wieder Geld. Und im anderen Szenario wärst du nach 3 Monaten erst bereit zu starten. Das ist der große Unterschied. Ja. Übrigens, ich weiß, dass viele Leute mit solchen Videos nichts anfangen können, weil sie eigentlich gar nicht, Amazon FBA ist eigentlich gar nicht das richtige Geschäftsmodell für sie, weil eigentlich wollen sie nur 100, 200 Euro nebenbei verdienen. Für euch ist dieses Video nicht geeignet. Wenn du auch ein richtiges Unternehmen aufbauen willst, dann ist das der einzige und der sinnvollste Weg. So, und jetzt ist die Frage aber, du musst Sicherheit hier reinbringen, weil du willst kein Fremdkapital aufnehmen und mit das Geld anderer verspielen, ja, das Wort zweimal unterstreichen, verspielen, sondern du willst es mit klaren Systemen und Prozessen investieren, um daraus mehr Geld zu verdienen, beziehungsweise einfach eine ordentliche Rendite zu bekommen. Und das schaffst du eben nur, wenn du das, was du hier tust, mit ganz klaren Prozessen hast und machst, die wiederkehrend sind. Wenn du das mit einer klaren Produktsuche machst, die dir zuverlässig geniale Produkte liefert. Wenn du nach Produkten suchst und das immer wieder völlig wie das Kleinkind, was auf den Waldweg drauf läuft oder auf die große Wiese kommt zum Spielen und immer in irgendeine andere Richtung rennt, dann wirst du langfristig dieses Geld hier nicht gewinnbringend wahrscheinlich investieren können. Weil du wirst früher oder später einen Fehler machen, weil du ein falsches Produkt auswählst, weil du keine klaren Prozesse hast, keine klaren Ausschlusskriterien, keine klaren Controlling, wo mal rangegangen wird und gesagt wird, hey, pass auf, das Produkt funktioniert aus dem und dem Sinn, wird es nicht funktionieren. Gleiches gilt für die Herstellerverhandlung. Der Hersteller kommt für uns nicht in Frage, weil er das und das Muster bedient, was wir für uns ausgeschlossen haben, zum Beispiel wenn ein Hersteller die nicht antwortet. Ja? Wenn ich jemandem Hersteller schreibe und der antwortet über 3 Tage nicht und das schon am Anfang, dann will ich nicht mit dem zusammenarbeiten. Aber hast du diese Prozesse oder nicht? Das ist die Frage. Ja, weil das ist eigentlich ein Thema, mit dem musst du dich in erster Linie beschäftigen, wenn du dein erstes Produkt auf dem Markt hast. Vorher ist das eigentlich nicht so interessant, weil da musst du dich erstmal darum beschäftigen, das erste Mal hinzubekommen. Ja, dann ist dieses Video auch übrigens nicht so ausschlaggebend oder interessant für dich. Sondern es ist eher für die Leute, die eben schon hier irgendwo sind. Kann übrigens auch sein, dass du jetzt gerade selbst siehst, hey, du hast schon 3 Produkte und hast bisher viel zu lange gebraucht. Und denkst, du bist ein cooler Typ, weil du 7.000 Euro mit Amazon FBA verdienst, aber du bist es nicht, weil du könntest schon beim Doppelten oder Dreifachen stehen, wenn du einfach mal anfangen würdest, die richtigen Prozesse zu verfolgen. So, also, automatisch, du musst dir vorstellen, es gibt drei Ressourcen. Es gibt die Ressource Zeit, es gibt die Ressource Wissen und es gibt die Ressource Geld. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt weiterkommen möchtest, das sind sozusagen 3 Balken, die haben eine unterschiedliche Verteilung und der kürzeste Balken bestimmt immer das, was du machst. Es bringt dir nicht unendlich viel zu wissen, unendlich viel Geld zu haben, wenn du keine Zeit hast, mit dem Wissen und mit dem Geld irgendwas zu tun. Es bringt dir auch nichts, unendlich viel Geld zu haben, wenn du kein Wissen hast, was du mit diesem Geld machen sollst. Es bringt dir auch nichts, kein Geld zu haben, wenn du eigentlich weißt, was du tun musst und auch die Zeit dafür hast. Du brauchst alle 3 Sachen. So. Und gerade bei diesem Wachstum, was viele Leute nicht verstehen, ist, du brauchst mehr Ressourcen, um schneller voranzukommen. Du brauchst hierfür mehr Ressourcen. Das heißt, du musst mehr Wissen haben, du brauchst mehr Zeit und du brauchst auch mehr Geld, um sozusagen hier dieses Feuer anfachen zu können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn du hier hingehst, dir darüber bewusst bist, wenn du jetzt mehrere Produkte, sagen wir mal, du machst 2 Produkte gleichzeitig, dann hast du den doppelten Aufwand. Der Aufwand ist übrigens immer noch relativ gering bei FBA. Trotzdem ist er doppelt so hoch. So, wenn du 10 Produkte machst, dann ist er 10-mal so hoch. Vielleicht dadurch, dass es ein paar Skalierungseffekte gibt, ist er vielleicht nur 7- oder 8-mal so hoch. Trotzdem, der steigt. Der Cashflow wird auch steigen. Das heißt, du hast irgendwann, wenn du mal 4 Produkte auf dem Markt hast,
hast du vielleicht schon 80.000 Euro Umsatz, hast vielleicht davon 60.000 Cashflow, also Geld, was einfach bei dir reinkommt, aufs Konto kommt. So, davon musst du, keine Ahnung, 45.000 Euro reinvestieren, um die Produkte reinvestieren, um die Produkte am Laufen zu halten hier. Und du hast die anderen 15.000. Und mit diesen anderen 15.000 kannst du entweder neue Produkte starten, was sinnvoll ist. Du kannst auch sagen, dass du dir 10.000 auszahlst und die 5.000 wieder nutzt, um Fremdkapital ranzuholen. Und so kommst du relativ schnell mal auf 10 Produkte. Und wenn du 10 Produkte mal erreicht hast, dann wirst du auch mehrere Millionen Euro Umsatz machen im Jahr. So, dann sind nämlich diese ganzen Sachen und diese Probleme, die du am Anfang hast, überhaupt nicht mehr da. Und das ist auch meiner Meinung nach der einzige Weg, wirklich mit Amazon FBA auch mal richtig viel Geld zu verdienen. Ja, nicht nur irgendwie, wie gesagt, 1.000, 2.000 Euro, sondern du kannst auch mal 30.000, 40.000, 50.000 Euro reingewinnen, jeden Monat verdienen. Ja, dafür ist dieses Geschäftsmodell gemacht. Es gibt kein Geschäftsmodell, was skalierfähiger ist. Aber du brauchst eben diese Ressourcen. Und du musst sie auch, musst sie umsetzen. Du brauchst den Willen, du musst den unbedingten Drang haben, so schnell wie möglich zu diesen 10 Produkten zu kommen und nicht dafür 5 oder 6 Jahre zu brauchen. Weil ich kann dir garantieren, wenn du auch zu langsam bist, dieser Markt wächst. Ja? 10% Wachstum im E-Commerce. Wenn du im E-Commerce bist und dein Unternehmen wächst mit 10 oder 15% im Jahr, dann wirst du früher oder später pleite gehen, weil du schrumpfst im verhältnismäßig zum Gesamtmarkt. Ja? Sagen wir einfach mal, der Einzelhandel würde boomen. Und es gibt Lidl, Aldi und Rewe. So. Und der Gesamtmarkt wächst mit 50% im Jahr. Ja, das sind utopische Vorstellungen. Im E-Commerce fast normal, aber sagen wir mal, Einzelhandel würde 50% wachsen. Und Aldi wächst mit 5%, Rewe wächst mit 80% und Lidl wächst mit 80%. Aldi wird sterben in diesem Szenario. Weil die irgendwann so klein sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das zu absorbieren. Die sind nicht mehr in der Lage, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Die sind nicht mehr in der Lage, neue Filialen aufzumachen. Ja, während die anderen alles mit Filialen zuklastern. Du musst da hinkommen. Und das Geile ist, es gibt so wenig Händler, die in diesem Segment, 10 Produkte sind nicht viel. Und es gibt so wenig Händler, die auf dieser Liga und in diesem Level überhaupt spielen und mal an den Punkt kommen, wo sie wirklich auch mal 3 oder 4 Produkte in einem Monat auf den Markt bringen können. Weil es fehlen die Prozesse. Den meisten Leuten fehlt am Anfang das hier. Zeit ist immer da. Ja. Zeit ist eigentlich relativ spät, erst wird das zu einem Problem. Den meisten Leuten fehlt das Wissen, teilweise sogar das Wissen, an Kapital zu kommen. Und dann fehlt den Leuten als nächstes, wenn sie das Wissen haben, fehlt ihnen halt auch kein Geld mehr. Das ist eine Wechselfunktion, weil du kannst lernen, wie du an Geld kommst. Das ist relativ einfach in Deutschland. Und dann kannst du das Ding aufbauen. Und das grundsätzlich ist das Konzept, wie du von einem auf 10 Produkte kommst. Indem du einmal etwas getan hast mit klaren Prozessen und das einfach 10-mal wiederholst und einfach jetzt das Tempo anziehst und dafür sorgst, dass diese beiden Ressourcen hier dauerhaft zur Verfügung stehen. Weil dann wirst du kein Problem haben zu wachsen. Und so systematisiert ist das im Grunde genommen. Wenn du da Interesse dran hast, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden für ein Erstgespräch. Kann ich mal schauen, ob ich dir vielleicht dabei helfen kann, dein Business, wenn du jetzt hier schon aktiv verkaufst, eben auf den Punkt zu bringen, wo du wirklich mal in der Lage bist, schnell neue Produkte in den Markt zu bringen. Übrigens, diese Skalierung hier ist für dich nur interessant, wenn diese Produkte, die du jetzt am Markt hast, auch funktionieren. Wenn die nämlich noch nicht funktionieren, dann geht es jetzt nicht darum, von 1 auf 10 Produkte zu kommen, sondern es geht erstmal eigentlich darum, dein erstes erfolgreiches Produkt an den Markt zu bringen. Das ist immer ein ganz anderes Szenario, weil manche Leute kommen mal zu uns und sagen, ich will skalieren, haben 3 Produkte auf den Markt gebracht, die alle 3 nicht funktionieren. Du willst nicht skalieren, weil wenn du skalierst, dann hast du danach 10 Produkte, die nicht funktionieren. Du willst erstmal lernen, wie es wirklich funktioniert. Und wenn du das tun willst oder eben was funktioniert hast und skalieren möchtest, dann buch dir gerne ein Erstgespräch unter www.fba.de. Dann hören wir uns im Erstgespräch und können einfach mal abchecken, ob wir dir überhaupt weiterhelfen können. Und dann wünsche ich dir weiterhin sehr viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Niklas Spielmann, ciao.